Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Supervati und wir spielen zusammen Horizon Zero Dawn. Ja, ich bin schon mal die paar Meter vorgelaufen zu dem nächsten Camp. Oh, das war schon mal wieder nichts. Alarm ausgelöst, ja, natürlich. Ja, macht sie fertig, verdammt. Hey, wo kommst du denn auf einmal her? Da haben wir sie. Jawohl. Oh, der war einfacher als der letzte. Nicht so viele Gegner. Ja, da hatte ich doch tatsächlich gerade so ein Standbild, wa? Jetzt ist das alles weg, der Loot ist weg. Muss ich neu laden. Scheiße. Ja, kann man nichts machen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben das zweite Lager ja bekommen. Und dann gucken wir mal noch hin, was hier alles so rumliegt. Da ist noch was. Mehr kann ich nicht tragen. Oh, mehr kann ich nicht tragen. Das ist Lohbehälter. Oh, da kommt man gar nicht hoch. Was? Steine. Ach so. Ja, Steine sind mir egal. Die sind nicht wichtig. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja 100 Plätze. So, da noch schnell hin. So, fettiges Fleisch noch ein bisschen gekriegt. So, dann haben wir jetzt noch einen einzigen. Ach, da ist noch eine Kiste. Ein einziges Lager. Und dann haben wir sie, glaube ich. So, auf dem Weg dahin haben wir noch ein altes Gefäß. Da sind noch Verdorbene. Die lasse ich jetzt aber mal stehen. Da hinten sind auch welche. Die sind ja überall welche. Holz brauchen wir mittlerweile nicht mehr mitnehmen. Da haben wir knapp 600 von. Oh, was ist das? Das ist noch ein Memo. Ja, genau, ein Memo. Glaube ich überhaupt in der richtigen Richtung? Ja, hier vorne muss noch ein altes Gefäß sein. Das würde ich sagen, holen wir uns auch nochmal. Ne? Okay, da vorne waren Verdorbene. Sind die auch da? Ah, die muss ich wahrscheinlich noch einen platt machen. Aber nur einer. Oh, da sind sie. Warum greifen die nicht an? Verdammt nochmal. Wo sind denn meine Homies? Na, da hinten sind welche. Okay, dann würde ich sagen, gucke ich mal, ob ich hier irgendwie hochkomme. Der hat mich natürlich wieder gehört. Wenn du jetzt rauskommst, mache ich kurz. Okay. Was ist das denn? Alarmanlage? Ja, geh wieder weg. Muss dann nämlich hin. Er hat mich nicht gehört. So, wo ist denn die Alarmanlage?
Beziehungsweise versuchen wir mal durchzu silenzen. Okay. Dann können sie schon mal keinen Alarm mehr rufen. Da ist einer. Da ist einer. Und da ist einer. Das ist nicht viel. Ich den One-Hit. One-Hit. So. Da hinten, den kriege ich glaube ich nicht. Und 90. Hey, was machst du da? Boom. So, dann habe ich sie glaube ich alle, ne? Oder gehören die anderen da auch noch zu? Das sind meine, das sind Nora-Krieger. Und da. Okay, dann will ich mal gucken, wie kriege ich die am besten part. Feuer. Feuer. Feuer haben wir. Noch ein paar Munition machen. Okay, Aloy. Und jetzt? So, brenn. So. So will ich das sehen hier. Kommen dann noch welche? Nee. Nee. Top. Dann habe ich sie ja. Okay. Dann schnell mein Loot einsammeln. Das ist das Wichtigste. So, da ist noch eine Kiste. Und dann gucken wir mal, wo müssen wir hin? Jetzt müssen wir da hinten hin. Gib dich zum höchsten Turm, okay. Dann sind wir blöderweise falsch rum angefangen, ne? Aber das ist ja nicht schlimm. Machen wir nochmal eine kleine Tour durch die, ja, Katakomben kann man auch schon fast sagen hier. Atemberaubende Kulisse. Da gehen wir eben schnell drum rum. So, da habe ich auch noch ein paar Munition nachgemacht. Was haben wir hier denn? Ja, circa geradeaus. Ja, ich glaube, ich habe das jetzt auch langsam rausgefunden. Weil das Zeichen ist das, was der Weg angibt. Und das Zeichen oben in der Mitte, was jetzt über dem Auge ist, das ist das Teil, wo wir hin müssen.
Anfangs fand ich da ein bisschen so, ein bisschen durcheinander. Da muss ich hin. Da steht ja schon einer. Mit den Lagern lief es gut. Und jetzt zum Metallring. Seine hohen Wälle schützen den Feind. Wir müssen dort hinauf, wenn wir entdeckt werden unter Beschuss. Ich habe eine andere Idee. Ihre Basis hat eine Schwäche. Schickt mich alleine vor, dann nutze ich sie aus. Wenn ich es schaffe, reiße ich ein so großes Loch in diese Mauern, dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann. Das klingt nicht schlecht, solange ich mit dir komme. Eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft. Jawohl. Du kannst mit Aloy gehen, aber sei wachsam. Sei wachsam, Junge. Mutti. Versprochen. Geht jetzt. Wir warten auf euer Signal. Okay. So. Dann folgen wir ihm mal. Ja, da drin haben wir schon den fetten Feuer. Du bist mir doch so Stego, oder wie heißt das Ding nochmal? Ich dachte, du vertraust mir. Ja, doch. Aber woher weißt du, dass Brüllrücken. Brüllrücken. So heißt er. Du wirst es gleich sehen. So, hilf mir hoch. Ah, jetzt. Achso. Mit Hilfe kommen wir dann nur hoch. Ey, lass mich hoch. Erst hoch und dann lassen wir ihn unten. Das ist sicherer. Nimm meine Hand. So, was haben wir hier denn? Da haben wir ein Rummelvolk. Rechts, rechts, rechts ist hier. Wo haben wir denn einen? Ja. Ja, Junge, machst du auch was? Wüstenglas haben sie. Wüstenglas. Und was hat der? Der hat nur das brauch ich vielleicht Getränk. Ja, eventuell. Weil jetzt kommen wir nämlich in so ein Gebiet, das ist gar nicht so leicht, wenn ich mich recht entsinne. So, wo müssen wir denn lang? Da haben wir schon wieder welche. Zwei Stück. Nimm du den linken. Links, okay. Feind gesichert. Ja, ich bin einfach zu schnell für dich, Junge. Du musst dich auch mal bewegen. So, Metallscherben hat er. Und nochmal wieder so ein Getränk. Gucken wir eben nach Pfeile. So, jetzt geht's rund hier. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Val. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen. Das schlägt keine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Ah ja, du bist ein Held. Jetzt Komm. Muss ich es nur noch Auf in geht's. Die Tat umsetzen. Oh, jetzt müssen wir wieder schleichen, wa? Oh. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein.
da ist einer von denen. So, wie kommen wir da am besten hin, ne? Nochmal gucken. Also, wenn ich den da jetzt erledige und der mich nicht sieht. Oder den da direkt töten. So, der steht dann nämlich an einer günstigen Stelle. So, den würde ich dann auch direkt töten. Es gibt kein Zurück mehr. So, den haben wir, ohne was ausgelöst zu haben. So, dann haben wir... Hier war doch gerade auch einer. War das der? So, das warte ich noch im Ab, bis der hier nicht herguckt. So, jetzt gehen wir runter. Oh, Scheiße. Scheiße, schnell zurück. Okay, während Wartezeit können wir ihm schnell gucken. Da sind welche. Er sieht mich nicht. Hoffentlich. Da ist er, da ist er. So. Will ich hoffen, dass der den nicht sieht. Und oh, Scheiße, 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 Scheiße. Bleib weg, bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. So, jetzt sind wir erstmal wieder etwas safe. Was haben wir hier denn? Da sind noch welche. Den lasse ich mal außen vor. Wir müssen irgendwie dahin. Kann ich da durch? Was ist das denn da? Oh, da sind auch noch welche. Das sind zwei Stück. Okay, sonst ist da keiner. Sonst sehe ich da keinen. Ist voll, verdammt. Im Gucken. Rohstoffe, Spezialobjekte, Munition und Fallen. Ach, 9 von 9 kann ich da nur von mitnehmen. Okay. Halt, das war falsch. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ja. So. Der. Oh, hier sind aber viele. Gehen hier mal hoch. Von hier aus müsste ich die Lohe treffen können. Und damit Feuer, richtig? Versteckte Hausfächer enthält Lohe hoch entzündlich. Dann machen wir das mal mit Feuer. Boom, da haben wir die kaputt, das ist schon mal gut. Und da kommen sie. Angriff! Attacke! Na, so musst du dich da auch noch gerade hinstellen, Schätzchen. Gut. Nehme ich aber diesen hier, der hat 135. Oh, den da auch noch. Den müssen wir aber mit Feuer machen.
So, den haben wir. Gut, mit mehr Mann ist es auch ein ganz Ende leichter. Oh, wo ist er denn noch? Oh Gott. Der ist er. Halt, das war einer von uns. Hey! Okay. Wo kommen die denn noch her? So Leute, ich habe da jetzt so viel Plack gemacht. Macht mal was für euer Geld. Da kommen noch mehr. Wusste ich gar nicht, dass es so viel Nora gibt. Das sind alle hier, oder? So, was haben wir denn noch? Hey. Er hat sich selbst in Brand gesteckt oder was hat er? Okay. Die kann ich jetzt nicht plündern, ne? Die habe ich aber kaputt gemacht. Der Loot gehört mir. Okay. Spiel ist nicht mehr. Da ist noch einer. Top, das war der letzte. Urmutter, siehe unseren Triumph. Die Blutschuld ist bezahlt. Ein denkwürdiger Tag, tapfere Nora. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja, denk daran. Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben, wie die Ruinen. Okay. Ja, top. Es ist vorbei. Haben wir da noch ein bisschen Loot hier? Auf jeden Fall. Mit Blaues sogar. Maschinenkern. Wer die Mörder waren. Wie sie mich durch seinen Fluch. Verdammt nochmal. So, jetzt müssen wir rein theoretisch nach links hin. Von der Karte. Und dann kommen wir in ein Gebiet, da wollen wir ehrlich gesagt gar nicht hin. Was haben wir hier denn? 2 Kilometer entfernt. Lass uns mal auf der Map gucken. Was haben wir hier denn noch? Ja, ich würde sagen, um das ein bisschen abzukürzen, gehen wir hier hin. 16 Stück haben wir davon. Dann haben wir unsere Nora endlich recht. Gut. Hier vorne ist aber noch ein Verkäufer, den suche ich noch schnell auf. Du darfst jetzt nicht zusammenbrechen. Der Stamm braucht dich. Wo haben wir hier den Verkäufer? Ach, da war. Genau, genau. Ich hoffe, du kaufst etwas. Oh, ich hoffe, du wirst mal ein bisschen freundlicher. Verdammt nochmal. Gefällt dir was davon? Natürlich. So, Waffen. Noch nichts Neues. Outfits. Noch nichts Neues. Rohstoffe brauchen wir nicht. Munition und Kisten. Zurückkaufen. So, was haben wir hier denn? Brüllrückenherz, das müssen wir natürlich behalten. Und das können wir nur so verkaufen. Oh, verkaufen wir das mal. Geschäfte mit Händlern. Objektherstellung. Den können wir verkaufen. Den müssen wir noch halten. Verkaufen.
Schlüssel. Eine Uhr. Ein Dosenöffner oder was ist das? Zahnstocher. So. Da verkaufen wir auch ein paar von. Und ich würde sagen, halt. Habe ich jetzt gemacht. Und wir verkaufen da ein paar von. Aber brauchen wir nicht. Von dem fettigen Fleisch, da können wir was verkaufen. Von dem fettigen Fleisch, wie war das? Ja, und verkaufen. So, Blumen auf jeden Fall. Weiß auch nicht, warum ich die immer mitnehme. Und die will er auch nicht haben. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter. Tja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Wäre schön. Na, verdammt. Okay, oh, da habe ich noch eine Aufgabe. Oh, das ist sie, aber. Kriegsherrin Sona, du verstärkst Mutterkrone? Wenn die Nora noch einem Angriff des Metallteufels trotzen wollen, muss unsere Abwehr stark sein. Doch, das betrifft dich nicht. Du unterstehst mir nicht. Du kannst trotzdem fragen, Kriegsherrin. Also gut, wir brauchen Lanzenhörner. Sie besitzen Kühlsaft und auch ihre Linsen sind vielseitig nutzbar. Ich habe jetzt Kühlsaft. Gut. Unser Eis und Feuer wird die Maschinen abwehren. Fehlt uns nur noch eine Lanzenhornlinse. Das ist ein Jagdgrund westlich von hier. Jetzt brauchen die Wachtürme noch Signalpfeile. Bring die hier zu Ornsturm im Süden. Okay. Wenn du so nett wärst. Ja, auf jeden Fall. Wo ist denn der Süden? Wo muss das denn hin? Oh, sammel die Lanzenhornteile. Lanzenhornteile. Und wo ist der Süden? Süden ist doch hier, oder nicht? Bring die Fallspinne nach Horn. Ach so, okay. Ja. Ich würde sagen, das machen wir doch glatt, wa? Dann gehen wir nächstes Mal weiter. Beziehungsweise, wir sind auch schon wieder bei 27. Ich würde sagen, dass wir uns nächstes Mal hier wieder treffen, beziehungsweise ich laufe ihm vor. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt ein bisschen in die Kommentare. Ich würde mich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.